Ja, und immer 5 Power Storages sind dazwischen frei und dann steht wieder Reducer drinnen. Okay, na, das setze ich dann gleich nach. Ja, da haben wir jetzt die erspürt hier mit Generatoren, die Ich dann habe einen dazwischen rein. da einer, da einer, da einer. So, einen behalten wir. Nehmen wir schnell, wo einen braucht. Okay, da ist der Laufweg von links nach rechts. Erstellen wir als erstes die Storage Hopper da herüber auf. Befüllen sie dann auch. Und dann erst schließen wir es zusammen, weil sonst rinnt uns die Kohle weg da. Fünf, okay. Das sind nicht, die Reducer sind hier eh genug momentan aufgestellt, denke ich. So, ja, ich glaube, das müsste abgezählt sein auf Arbeit und so Ja, weiter. Moment, schaut gut aus. Das müsste passen. So, dann befüllen wir die Storage Hopper. Und damit geht die Nordseite auch aktiv. Zumindest der Okay. Großteil der Nordseite. Street ist noch immer 0, also passt ja. Wir haben hier oben so viel Kohle. Muss jetzt die angereicherte Kohle, wenn ich das gerade alles befüllt. Ist eh voll. Ach so, weil die jetzt das erste Mal laufen. Das, ja, okay, das fühlt sich gleich. So, dann bauen wir auf der Ostseite mal alles auf, was wir noch so haben. Komm schon. Osten, 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 wo bist du? In der Mitte und baue mir gerade Richtung Osten mit dem Förderband. Achso. Ah ja. Du kannst aber die Tourettes kannst du auf allen Seiten aufstellen. So viel ich eben habe. Ja, genau. Ich hoffe, dass es sich ausgeht. Wenn wir da auch wieder zu wenig haben. Ich bezweifle momentan, dass es sich ausgeht. Jetzt fehlen mir die Förderbinder, ich kann nicht raus. Ist es wirklich schon so spät? Genau. So. So, wieder mal Erze rein. Da müssen wir jetzt dann gleich welche holen. Ja, da kann ich ja mitgehen. So, und die Westseite, 52 haben wir noch. Ich glaube, das ist ein bisschen zu wenig. So. Ja, das ist einmal Spur zu wenig. Jetzt weiß ich, welcher Kohle das du meinst. Ja, genau.
Ich ziehe dann gleich nach mit dem Reducer. Also sollte man den nicht gleich abbauen und verwenden? Was? Die Kohle am Dach. Oder sollen wir es runterleiten? Ja, die bauen wir mit Erzförderer ab und leiten wir unten in die, okay, in die Anlage. In den Weg ein, dass sie angereichert wird. Weil es ist wirklich schade drum, wenn man die Kohle jetzt da so noch großartig. Okay. Vor allem wird das nächste, was man sich machen werde, ist die Kohle anreichern und aufzubauen. Ja, sehr gut. Hoffen wir Storage Hopper wieder. Ja, genau. Es macht da jetzt eh keinen Sinn mehr, weil mir fehlt jetzt mittlerweile jegliches Material für da oben. Und mir fehlen, ich ziehe es kurz ab. 1, 2, 3. Aber wichtig ist, es ist jetzt einmal angeschlossen an die Kohleproduktion unten. 8 Tourettes fehlen mir. Für die letzte Seite. Ja, und da herüben fehlen ja auch welche. Ja, genau, wenn die Kohle weg. Ja, okay. Die bauen wir dann zu einem späteren Zeitpunkt. Und im inneren Kreis fehlen ja auch noch jede Menge Tourettes. Weil da soll ja eigentlich genauso rundherum das aufgebaut sein. Gut, dann werden wir jetzt einmal hiermit beenden, weil wir sind, nein, ich glaube, wir werden nicht beenden, das wird eine Doppelfolge, die werden wir cutten. Okay. Wir sind nämlich schon bei 30 Minuten. Dann mache ich meine Wände weiter. Und ich werde jetzt die Kohleanreicherung noch schnell aufbauen. Schnell ist immer relativ. Okay. So, dann haben wir da die 25. Ups. Hast du noch Reducer? Ja, ich komme schon. Ja, die bräuchte nämlich da unten auch. Ja. Den dann nehme ich mal gleich mit. Bin schon herunten. Oh, cool. Was hast du jetzt vor? Ich werde staunen, wie du das aufbaust, vor allem weil die Kohle noch im Weg ist. Okay, baust du die Street Reducer auf? Ich warte nämlich da im Storage die ganze Zeit. Nein, ich baue sie gerne auf. Okay, passt. Die kommen dann in der Mitte auf jedes. Genau, ja. Bin mir auch nicht wirklich sicher, ob das notwendig ist, aber. Sicher ist sicher. Sicherheitshalber, ja. Wir sind so sicherheitsdenkend, das ist. Ja, dann lassen wir aus. Dann kommt da wieder einer her. Der nächste kommt da her. Da. Also ihr seht schon, das ist der Vorteil, wenn man so viele Schleimis hat und wenn man es wirklich selbst wegnimmt. Mhm. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass man das mit so sieht. Kann ich die grünen Zellen nehmen oder gehören da blaue hin? Eins, zwei. Nein, nein, das müssten grüne sein. Okay. 2, 3. So. Ich habe aber jede Menge. Okay, wenn du nicht so viel hast, dann. Nein, habe ich nicht. Siehst du, ich hätte ihn oben und auch aufstellen können. Die hätte ich noch. Gehen wir aber dann gleich nochmal. Soll ich diese Kohle von oben weg abbauen, dass wir dort das zumachen können? Einfach darum das Ganze ansetzen. Oder so, was dann? Den da. Achso, dass uns das dann nicht im Weg ist. Ja, kannst du machen, dass das drüber sitzt. Es also ist sowieso schon relativ weit. Ich glaube, das nächste werden wir von unten weg abbauen. Wenn es da mal. Gut. Dann na, du setzt das aber schon da wieder, oder? Ja, ja. Ist das weiter? Ja. Nur, ein Stückchen oberhalb, ne? Mhm. Oben auf. Ja, auch da brauchen wir wieder die Pyrothermik-Generatoren. Also ihr seht schon, jetzt beginnt es wieder. Man kann noch so viele Ressourcen farmen, dass alles ausgeht, sobald man ein bisschen baut.
Wird dann besser werden, sobald wir die Öfen da oben in Betrieb haben und die ganzen Erze automatisch gefarmt werden. Das wird dann sein mit den Rohren, mit der Verrohrung. Ja. Einen Moment, ich trinke mal kurz einen Schluck. Vom Wein. Recht so. Tibra muss ich mir alles verraten. Ich habe auch ein Weinglas stehen, das ich... Ja, wir haben es ja vorhin kurz erwähnt bei der ersten Folge. Wir kommen vom verspäteten Mittagessen. Also wir sind nicht so die Mittagsesser, aber am späteren Nachmittag wir, haben wir jetzt was gemacht. Wir schlafen gerne ein bisschen länger. Und... Ja, da ist ein bisschen was übergeblieben von Esswein, den wir sich dazu aufgemacht haben. Ja, macht ja nichts. Gut, ich lasse dich hier mal alleine. Ich stelle oben die Power Storages ja, auf, die ich noch habe. So, was wollte ich jetzt eigentlich? Dass wir diese Materialien, die wir zumindest vorbereitet haben, verbauen. Das kann man vergessen. Das sind ein paar einzelne Bahnen, die da jetzt drin sind. Es dauert nämlich auch relativ lange, wenn man nur eine Forge im Betrieb hat. Aber wie gesagt, das wird nicht mehr lange dauern. Es wird sich demnächst ändern. Mhm. Und es ist ja trotz allem schon einiges entstanden, wenn man so schaut. Ja. So, wie kommen wir jetzt am besten raus? Immer das hin und her springen. Dann gehen wir mal ein bisschen Energieskottin. Huch. Huch, was? So, das werde ich da unten wieder reinleiten. So, damit haben wir... Ups. Ja. Dieser Kohlehaufen ist ja wirklich riesig. Dann haben wir da jetzt einmal die Power Storage. Ups, der war falsch. Da gehört rein. Auf der Ostseite stehen. Oh, das war eins zu früh. Zumindest weg alle, die möglich waren. Dann laufen wir mal zur Westseite. Meckert, wie warum auch immer. Jetzt? Ja. Das ist meiner. Ja, wenn ich springe. Okay. Springen ist gar nicht so. So. Aber jetzt. Was denn? Da ist ein Fehler in der Matrix. Da. Okay. Da. Okay, die ganze Reihe kann ich wegnehmen. Da hast du die Dame meins vertan bei den Tourettes. Ist nicht toll. Kein Problem. Ja, Tibra hätte außerhalb der Aufnahme probiert, probehalber mal diese Pflanzen, die wir abgebaut haben. Ja, bin aber noch nicht dahinter gekommen, anzubauen. Wie ich sie wieder anbauen kann. Ja, mal schauen. Könnten es nur probieren, ob es auf Erdblöcken geht. Hast du das dann getestet? Ob es auf einen Erdblock geht. Erdblöcke? Na, Erde. Die grauen? Oder die. Keine Ahnung. Na, die braunen. Die gibt es mit Schnee und ohne, aber ich glaube, also ohne habe ich noch gar keinen, aber mit Schnee habe ich 73. Ach so, die, ja. Braun, ne? Habe ich noch nicht probiert.
aber schauen wir mal. So, die Kohle ist angeschlossen. Fließt wieder in das Lager. Ich werde da gleich ein paar Reducer draufsetzen. Versorgt ist, sobald es startet und Gas gibt. So. Jetzt setzen wir da die Power Storages. Zinn. Zinn ist voll. Ist rausgenommen. Oben am besten gleich nachfüllen, ne? Achso, Erze, oder? Ja. Ja, ja, bitte. Gut. Gut, die Power Storages sind einmal flächig jetzt aufgestellt. Also da oben. Dann werde ich aber vielleicht gleich in der Mitte beim mittleren Ring, weil hier habe ich jetzt noch einige. Ja. Ich stelle da einmal Power Storages hin. Das voll ist, ja. Dass das schon mal steht, oder? Ach, ich bin ein Idiot. Jetzt habe ich das Falsche reingefüllt. Naja. Ja, ja. Locken. Bei der Forge. Ja. Also den Storage Hopper, den letzten Locken. Mhm. Habe ich. Und dort draußen nehmen und dann von dem nach hinten. Von dem weg nach hinten. Ja, dann passiert da nichts mehr. Weil ich weiß ja eh, wo es ist. So ein Käse, hallo. Den Ring hat man schneller aufgestellt. Der ist deutlich kleiner. So was passiert aber auch nur mir. Nein, nein. Letzte Farm-Session außer der Aufnahme ist das gleiche. Ja, mir passiert. Wir haben geplaudert und ich schmeiße die gesamte normale Kohle, die ich in meinem Inventar habe, schmeiße in die Storage-Hopper rein. Da wird der Forge. Da können wir dann als Handy schon wieder rausklappen müssen. Ja. Dieses händische Nachklappen. Ist ekelhaft. Aber gut. So, ja. Storage Hopper. Das jetzt scheint noch. Jetzt. Aber die sind ja für unten. Nicht da runterfallen. Die sind ja für unten. Für das passt. Das passt. Da ist es. Wir brauchen ein paar Förderbänder. Okay. Schauen wir mal. Da schon wieder. Ja, da geht schon wieder ein bisschen was. Ich glaube, ich habe so ziemlich alles. Ich schaue noch mal ein paar durch. Nein, da fehlt noch. Ich mache gleich wieder auf. Mach noch. Greift mal. Da ist es auch. Hallo. Oh, nicht mehr. Okay. So, dann schauen wir noch mal zur angereicherten Kohle. Dürfte jetzt passen. Ja. Ach, wird das schön, wenn wir mehrere Smelter haben. Naja, der Stand der letzten Staffel ist noch nicht ganz erreicht. Aber wir arbeiten dran. Ja, wir sind knapp dran.
So, jetzt stellen wir es richtig an. Was war das? Die Storage Hopper, die zur Kohleanreicherung dazugestellt werden, wenn du es drum schaust. Zwischen, also den Status, den sie haben, ne? Die Funktion. Mhm. Die schalte gerade alle auf Ring und Phone, dass sie. Okay. Das nicht retour nehmen quasi, genau. Das veränderte Produkt. Maschinen schauen zwar aus, wie wenn sie eine Laufrichtung hätten, aber nicht so richtig. In Wahrheit sind sie dumm. So, ich habe nachgefüllt. Richtig nachgefüllt. Super. Scheint wieder zu fließen. Aufgestellt. Euer schmilzt ganz schön schnell, denn das füllt sich gar nicht so schnell, der Storage Hopper neben einem Smelter. Ist da jetzt nichts mehr drinnen? Weil der hat vor jedem Erz hat der was drin gehabt, den wir schon haben. Na, es füllt eh brav nach, aber immer so 4-5, das nur drin sind. Gut, ich glaube, wir haben es geschafft, oder seid ihr? Yep. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann schaltet wieder ein bei Fortress Kräfte Wolft. Bei dem Farbenspiel schlechthin. Ja, stimmt. Ja, mit der Tibrand, mit dem Anduin, und bis dahin wünschen wir euch viel Spaß und Happy Gaming und ja, viel Spaß beim Aufbau von Verteidigungsanlagen, Kohleanreicherungen und so weiter. Ciao! Ciao!